Ich stehe hier im Olympiapressezentrum in Tokio und die Schlange hier hinter mir, da erraten Sie niemals, wofür diese Leute alle anstehen. Ohne Witz, diese Damen und Herren stehen alle zum Rauchen an. Hier in Japan darf man nämlich nicht einfach vor die Tür rausgehen und mal eben eine qualmen, sondern da muss man sich eben auch feinsäuberlich in die dafür vorgesehenen Absperrungen begeben. Das ist nicht nur hier im Pressezentrum so, sondern auch generell im ganzen Land. Selbst in der Stadt in Tokio gibt's an jeder zweiten Ecke eigentlich so eine Raucherecke. Und Ordnung muss natürlich auch in Corona-Zeiten sein. 6 Personen dürfen sich in dem Bereich maximal aufhalten. Eine Zeitbegrenzung, die konnten wir aber nicht rausfinden. Immerhin, da hat man also seine Ruhe.